Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? UseTool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendete Volt Autobatterie exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So kannst du die Batterie sehen, die sich rechts im Motorraum befindet. Zieh die Abdeckung des Batteriekastens nach oben, um sie aufzuklappen und dann in deine Richtung, um sie abzunehmen. Nimm dir einen kleinen Steckschlüssel und einen 10 mm Einsatz, schraube die beiden Muttern aus der Batteriehalterung und entferne sie. Entferne den zweiten Teil der Abdeckung. Klemme niemals zuerst den Pluspol ab, da das ganze Auto am Minuspol angeschlossen ist. Dies kann gefährliche Funken im elektrischen Stromkreis des Autos erzeugen. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 10 mm Einsatz die Haltemutter des Minuspols. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 10er Einsatz die Sicherungsmutter des Pluspols. Trenne die Klemme ab. Bei diesem Fahrzeug ist es nicht möglich, die Batterie zu entfernen, ohne den Rahmen der Windschutzscheibe auszuklipsen. Drücke auf die Haltelasche des Windschutzscheibenrahmens auf der Fahrerseite und hebe ihn dann an. Du kannst nun die Batterie herausnehmen. Schleife nun die Innenseite der Batterieklemmen mit Schleifpapier ab, um die weiße Oxidschicht zu entfernen und langfristig heimtückische Pannen zu vermeiden. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Nimm die neue Batterie. Schmier die Batterieklemmen mit Kupferfett ein, um den Kontakt zwischen den Klemmen und den Polen zu verbessern, aber auch, damit sie weniger oxidieren. Setze die neue Autobatterie an ihren Platz. Bringe die positive Klemme wieder an, schraube sie mit einem Steckschlüssel und einem 10 mm Einsatz wieder an. Bringe schließlich die negative Klemme wieder an ihren Platz an und schraube sie dann an. Setze die Haltestange der Batterie wieder ein. Beginne dann, die beiden Schrauben von Hand wieder einzudrehen und beende dann den Vorgang mit einem Steckschlüssel. Setze die Abdeckung wieder auf die Batteriehalterung. Bringe die Abdeckung der Batteriehalterung wieder an. Klipse den Rahmen der Windschutzscheibe wieder an. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.